Wir spielen zusammen, wir lachen zusammen, zusammen sind wir die Katz- und Fuchsfamilie. Wir streiten uns manchmal, vertragen uns später, wir sind sehr verschieden. Gemeinsam nur glücklich, wir teilen uns einen Bau, dieselben Freunde, Lieder auch. Wir kommen bei Mama Fuchs und Papa Dachs. Der Streit. Aber ich kann dich nicht mitnehmen, Emmy. Das ist schließlich mein Papa-Nachmittag. Du kannst mit uns spielen und Oma und Opa werden auch kommen. Weißt du, was wir machen können? Was? Ein tolles Picknick. Ja! Oh, das brennt so sehr. Das kann ich nicht glauben. Das ist doch lächerlich. Nun ja, ich weiß, dass das brennt, aber mach jetzt nicht so ein Drama daraus. Komm schon. Oh, du und deine Abkürzungen durch die Brennnesseln. Meine Abkürzungen? Du wolltest doch diesen Weg nehmen. Ich? Oh, das ist ein guter Witz, wirklich. Na, wenn du das so siehst, dann vielen herzlichen Dank. Ah, nein, ich danke dir. Hallo, Opa. Hallo, Oma. Wie geht es euch? Kriegen wir denn keinen Kuss? Wir haben auf euch gewartet. Wir haben eine gute Idee, was wir heute machen. Ja, ein Picknick. Aber Rosie kann nicht mitmachen, weil sie sich mit ihrem Vater trifft. Ehrlich gesagt, sollte ich besser aufbrechen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Warte mal. Ich gehe mit dir. Na gut, hau ab. Wir können auch ohne dich Spaß haben. Das ist das Leben, hä? Sieh dir das an. Sieh mal der Himmel, wie blau er ist. Ja, er ist blau. Sieh nur, gehen wir hier entlang. Das ist eine Abkürzung zum Fluss. Bist du dir sicher, Opa? Was spielen wir, Oma? Ich bin sicher, wenn Opa hier wäre, hätte er eine Idee. Ich hab's. Wir können Matschkuchen herstellen. Was ist das? Man nimmt eine Salatschüssel und füllt sie dann mit was immer man möchte. Ihr werdet sehen, das macht wirklich Spaß. Kommt schon. Ja, Matschkuchen. Das klingt lustig. Es geht doch nichts über einen kleinen Spaziergang. Aber Opa, sind wir hier nicht schon vorbeigekommen? Natürlich nicht. Vertrau mir. Es stimmt doch, dass du dich manchmal verläufst, wenn Oma nicht dabei ist. Wie um Himmels Willen kommst du denn auf so eine Idee? Ich habe einen exzellenten Orientierungssinn. Oh, Opa. Oh, Papa, das ist der da drüben. Na bitte, genau wie ich gesagt habe. Mein kleiner Marienkäfer. Endlich mal Zeit für uns beide ganz allein. Ah, mein lieber Bruno, wie geht es dir? Ah, Opa, was machst du denn hier? Ah, ist das hier nicht ein schönes Plätzchen? Ah, hier gibt es bestimmt Forellen. Was können wir jetzt noch reinmachen? Was ist das? Oh, das ist eine Rübe. Na los, tu sie hinein. Ihhh. Das sind Mausternpilze. Habe ich nicht recht? Austernpilze, Schätzchen. Austern. Und das? Du weißt doch, was das ist. Ihhh, eklig. Dieser Matschkuchen ist ein bisschen trocken. Ich weiß, was ihm fehlt. Wie wär's, wenn wir ein wenig Matsch hineintun? Ja, Matsch rein! Ich gehe welchen holen. Das macht so viel Spaß. Oh, aber es ist so schade, dass Opa nicht hier ist. Alles in Ordnung, Oma? Oh, wie schön es hier ist. Und es ist so ruhig. Ich liebe es, wenn es ruhig ist. Ja, ich auch. Ah, mein lieber Bruno. Opa? Das ist echt schade für die Zwillinge. Sie wollten so gerne ein Picknick mit dir und Oma machen. Ich bin mir sicher, dass sie mit Oma garantiert sehr viel Spaß haben. Habe ich nicht recht, Bruno? Matschkuchen machen hat so viel Spaß gemacht. Vermisst du Opa? Oh, nein, natürlich nicht. Aber du möchtest sicher, dass er wiederkommt. Nein, es sei denn, ihr fragt, ob er wiederkommen darf. Oma, ich habe mir an der Pfote wehgetan. Hey, ich habe eine gute Idee. Wir basteln ein Geschenk für Opa. Ein Geschenk für ihn? Und wir sagen ihm, dass es von Oma ist. Ah, ja. Dann vertragen sie sich. Was ist denn nur mit Opa los? Ist das wegen Oma? Lass ihn einfach in Ruhe. Er braucht etwas Zeit für sich. Das darf nicht so sein wie bei Mama und dir. Ich möchte, dass sie sich wieder vertragen. Sei nicht töricht. Das ist was ganz anderes. Das klärt sich von alleine. Weißt du, Erwachsene regen sich auch manchmal ganz ohne Grund auf. Oh, mach dir keine Sorgen, das ist nichts Schlimmes. Nur eine kleine Kiefernadel. Ein Moment. Bitte sehr, fertig. Alles vorbei. Warum ist denn Opa nicht bei uns? Oh, du bist so süß. Ich bin so froh, eine so liebe Enkelin zu haben wie dich. Oh, hast du die Libellen da gesehen? Ich werde immer bei dir sein. Du bist nicht allein. Alles wird gut. Verlier nicht den Mut. Hallo, ihr Angler. Hallo, Bruno. Wir haben ein Geschenk für Opa. Das ist ein Geschenk von Oma. Wirklich? Ja, das ist der schönste, den wir finden konnten. Ja, den Oma gefunden hat. Nun, ist er von Oma oder von euch? Ja, von uns. Aber wir dachten, dann kommst du zurück. Nun, danke. Das ist wirklich sehr nett von euch. Aber ich komme erst zurück, wenn sie mich darum bittet. So kann das nicht weitergehen. Sie müssen sich endlich wieder vertragen. So oder so, Oma kann leider nicht bei uns im Bau wohnen. Und Papa wird nicht bei Opa bleiben. Was können wir da nur machen? Sie müssen wieder miteinander reden. Oma und Opa werden sich begegnen, ganz zufällig. Wartet hier. Sehr gut, großartige Idee. Mach das, mein kleiner Liebling. Wenn du mit Angeln fertig bist, kommst du dann mit mir Beeren sammeln? Oh! Ja. Kuchen gemacht. Wir gehen in den Wald, um Oma ein paar Blumen zu zeigen. Moment mal, wo ist denn Opa? Oma und Opa haben Streit. Ich glaube, das musst du uns erklären. Doch, da sind welche. Hier gibt es wirklich Beeren, ich schwöre. Oh, seht nur. Da sind ja Rosie und Opa. Na, sieh mal einer an. Das ist ja lustig. Sag Oma, dass ich kein Verlangen habe, sie zu sehen. Und du kannst Opa sagen, dass ich ihm nichts zu sagen habe. Und du kannst ihr sagen, dass ich ihr einen schönen Tag wünsche. Das ist jetzt wirklich nicht mehr lustig, Oma. Nun, was kümmert's mich? Das ist mir doch völlig egal. Hilfe! 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 Opa! Hilfe! Oh, das tut weh. Oh nein, mein Liebling. Tut es denn sehr weh? Oh, ja, ein bisschen. Aber es ist okay, mir geht es gut. Was ist mit dir? Geht es dir gut? Ihr wart nicht wirklich aufeinander sauer, oder? Sauer? Nein, wieso? Okay, sehr gut. Können wir dann endlich ein Picknick machen? Okay, aber keine Abkürzungen. Oma und Opa sind wirklich so süß. Oh ja, es ist viel besser, wenn sie so sind. Nur weil man sich mal streitet, heißt das noch lange nicht, dass man sich nicht mehr lieb hat. Das solltet ihr zwei wissen. Ihr streitet euch doch die ganze Zeit. Ja, aber es ist nicht so, als würden Rosie und ich uns besonders mögen. Ja, das kannst du laut sagen. Es ist nicht leicht, es mit diesem Fellgesicht hier auszuhalten. Wir spielen zusammen, wir lachen zusammen, zusammen sind wir die Dachs- und Fuchsfamilie. Wir streiten uns manchmal, vertragen uns später, wir sind sehr verschieden. Gemeinsam nur glücklich, wir teilen uns einen Bau, dieselben Freunde, Lieder auch. Wir kommen bei Mama Fuchs und Papa Dachs. Fremde Wege. Ich werde diese Pflaumen niemals finden. Zeit, nach Hause zu gehen. Aber wo ist denn nur der Bau? Ich glaube, hier entlang. Oder ging es vielleicht hier entlang? Hey, Papa, weißt du, wo Rosie ist? Sie wollte zum Pflaumenbaum gehen, weißt du, auf der anderen Seite des Hügels. Aber das ist kilometerweit weg. Ich hoffe, ihr ist nichts passiert. Natürlich nicht. Sie schlägt sich wahrscheinlich gerade ihren Bauch voll. Siehst du? Da ist sie ja schon. Ist alles in Ordnung, Rosie? Ja. Ja, alles gut. Und? Wie waren denn die Pflaumen? Ich konnte sie nicht finden. Um ehrlich zu sein, habe ich mich verlaufen. Ich kenne den Teil des Waldes noch nicht sehr gut. Ein Fuchs findet immer seinen Weg zurück, ob mit oder ohne Pfad. Ja, aber das ist es ja gerade. Alle Wege sehen völlig gleich aus da drüben. Ich bring dich zum Pflaumenbaum, kleine Füchsin. Und ich zeige dir, wie man sich im Wald zurechtfindet. Danke, Opa. Kann ich auch mitkommen? Ich will auch lernen, den Weg zu finden. Du meinst wohl, du möchtest die Pflaumen probieren. Das ist nicht besonders vernünftig, Louis. Es ist nicht besonders vernünftig, Großvater Fuchs zu folgen? Ich kenne diesen Teil des Waldes wie meine Westentasche. Das glaube ich ja sehr gerne, aber... Aber? Ja, aber nichts. Großartig. Rosie, Louis, lasst uns aufbrechen. Aber? Aber ich sollte Ihnen lieber folgen. Ich fühle mich nicht besonders wohl bei der Sache. Sag doch die Wahrheit. Du vertraust Papa nicht. Oh doch, oh doch. Aber ich sollte Ihnen trotzdem lieber folgen. Kannst du bitte die Werkzeugkiste wegräumen? Als ich ein junger Fuchs war, kam ich oft hierher, um mit meinen Freunden zu spielen. Das muss aber ganz schön lange her sein, nicht wahr, Opa? Und so kam es, dass wir eines Tages diese fabelhaften Pflaumen entdeckten. Oh, sind sie denn wirklich so gut? Sie sind nicht nur gut, Louis, sie sind köstlich. Oh. Die erste Lektion in Orientierung. Seht euch das Moos, das am Baumstamm wächst, sehr gut an. Es ist auf der Seite, die nach Norden zeigt, oft dicker. Oh, seht mal, hier drüben ist ja noch mehr Moos. Also zeigt diese Seite hier nach Norden. Das trifft sich gut, denn unser Pflaumenbaum befindet sich im nördlichen Teil dieses Waldes. Hast du das gerade gehört, Opa? Was? Ah! Das ist nur ein Eichhörnchen. Lektion Nummer 2. Wenn man sich nicht verlaufen will, muss man alles genau beobachten. Und das bedeutet, man muss sich alles merken, was besonders auffällt. Wie dieser umgefallene Baum? Ja, sehr gut, Louis. Und dieser Stein, der sieht aus wie eine Schildkröte. Gut beobachtet, Rosie. Und jetzt, Kinder, beobachten wir nicht nur mit unseren Augen, sondern auch noch mit unseren Ohren. Hä? Aha. Das ist ein Kuckuck. Und jeder einzelne Kuckuck hat einen anderen Ruf. Wenn wir diesen Weg zurückgehen, werden wir diesen Ruf wiedererkennen. Kuckuck, 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 Kuckuck. Das ist nicht derselbe Kuckuck. Das ist aber ein sehr seltsamer Kuckuck. Die dritte und letzte Lektion. Wenn ihr euch trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen verlaufen solltet, macht etwas Krach, damit euch jemand finden kann. Ja, genau so. Das machen wir, wenn wir uns jemals verlaufen. Kommt schon, gehen wir weiter. Wir sind fast da. Seht nur, die Pflaumen. Die sind noch nicht reif. Aber die da drüben sind vielleicht reif. Rosie, kannst du mir vielleicht helfen? Na klar. Sieh an, sieh an. Es sieht so aus, als ob uns tatsächlich jemand folgen würde. Ich hab's fast. Gute Arbeit, Louis. Du hast eine. Oh. Pfui, die sind auch noch nicht reif. Igitt. Wo ist dein Opa hingegangen? Ich weiß nicht. Er ist bald zurück. Sollen wir mit dem Holz eine Bude bauen, während wir warten? Nein, das ist blöd. Könnten wir stattdessen nicht Kieferzapfen sammeln? Oh, nein. Komm schon. Oh! Opa, ist alles in Ordnung? Edmund, du warst also derjenige, der uns gefolgt ist. Wer? Ich? Nein, natürlich nicht. Ich habe nur nach Pilzen fürs Abendessen gesucht. Du vertraust mir nicht. Oh, dieser hier ist super duper schön. Oh, unglaublich. Mir ist langweilig. Jetzt hast du ja einen. Spielen wir Fang? Nein, du gewinnst ja immer. Denk dir was anderes aus. Was ist mit Verstecken? Versteck dich, wenn du willst. Ich sammle Kieferzapfen. Ich störe ungern, aber bist du sicher, dass der Pflaumenbaum in diese Richtung ist? Ich würde sagen, erst eher in dieser Richtung. Und ich dachte, du würdest meinem Orientierungssinn vertrauen. Ja, tue ich ja. Sieh nur, von da sind wir gekommen. Da ist dein Pfotenabdruck. Wohl eher nicht. Also, ich gehe jetzt hier lang. Ich bin sicher, dass es hier lang zum Pflaumenbaum geht. Genieß deinen Spaziergang. Hey, gib ihn zurück! Der da ist perfekt! Was willst du denn? Oh, meinst du etwa diesen Kieferzapfen? Wirklich sehr lustig. Den hier? Au! Mir reicht es jetzt wirklich. Ich gebe auf. Hier, du kannst ihn wiederhaben. Danke. Ich kriege gerade Hunger. Du auch? Ja. Was um Himmels Willen macht Opa nur? Wir können ihn einfach mal rufen. Opa? Ah, na klar, ich verstehe. Das ist ein Test, um zu sehen, ob wir den Weg zurück zum Bau finden können. Du hast recht. Komm schon, gehen wir. Sieh mal das Moos. Wir sind auf dem richtigen Weg. Der Schildkrötenstein. Und der umgefallene Baum. Opa? Opa! Hallo, Kinder. Sind Opa und Edmund nicht bei euch? Papa? Ja, er ist euch gefolgt, um sicher zu sein, dass alles in Ordnung ist. Ah, das erklärt ja alles. Opa muss ihm nachgegangen sein. Ach, früher oder später kommen sie nach Hause. Oh, du bist das. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Das Moos verrät uns, in welche Richtung Norden ist. Aber da wir offensichtlich im Kreis gegangen sind, können wir keine Rückschlüsse daraus ziehen. Wie ich eben gesagt habe, wir haben uns verlaufen. Das wäre nie passiert, wenn du uns nicht gefolgt wärst. Oh, der war wirklich gut. Und ich dachte, du wärst der König im Wege finden. Wir haben nichts zu verlieren. Wir sollten jetzt Lektion 3 anwenden. Wir sind hier! Wir sind hier! Wir haben uns verlaufen! Mama, da draußen macht jemand so viel Krach, da kann ich nicht schlafen. Hallo! Hört uns jemand? Das sind Opa und Edmund. Wir müssen ihnen antworten. Hier sind wir, Opa! Hier sind wir, Mama! Ah, na siehst du, die Kinder haben mir tatsächlich zugehört. Hier lang, Opa! Na, habt ihr euch verlaufen? Edmund hatte sich verlaufen. Ich habe ihm dann beigebracht, wie man zurückfindet. Was? Machst du Witze? Wir wären früher zu Hause gewesen, wenn du auf mich gehört hättest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ohne meinen angeborenen Orientierungssinn niemals zum Bau zurückgefunden hätten. Oh, der war nicht schlecht. Und was war mit dem Moos? Welches Moos? Wir spielen zusammen, wir lachen zusammen, zusammen sind wir die Katz- und Fuchsfamilie. Wir streiten uns manchmal, vertragen uns später, wir sind sehr verschieden. Gemeinsam nur glücklich, wir teilen uns einen Bau, dieselben Freunde, Lieder auch. Wir kommen bei Mama Fuchs und Papa Dachs. Der Krakabu. Hallo, Kinder! Hey, Opa! Hey, Opapa! Eine Geschichte? Hm, gut. Ja! Eine gruselige Geschichte. Oh ja, Opa, eine super gruselige Geschichte. Hm, ich kenne eine, aber nein, die lieber nicht. Ihr werdet zu große Angst bekommen. Nein, werden wir nicht. Komm schon, Opa. Von Geschichten bekomme ich niemals Angst. Auf keinen Fall. In Ordnung. Na gut. Das ist die Geschichte von einem schrecklichen Monster, dem Krakabu. Krakabu? Was ist ein Krakabu? Der Krakabu hat 6 Beine, ein riesiges Maul und 143 Zähne. 143 Zähne? Und er hat ein fürchterliches Fauchen. Wo lebt der Krakabu denn? In Sümpfen. Er erscheint allerdings nur an Neumond. Und wenn er erscheint, schnappt er sich die Kinder am Knöchel. Aber er verschwindet wieder, wenn der Mond wieder größer wird. Hm? Aber der Neumond ist ja heute. Ach ja, ich glaube, du könntest recht haben. Tja, ich gehe zurück in den Bau. Warte mal, wir kommen auch mit. Die glauben meine Geschichte. Wirklich interessant. Nero? Oh Mann, was für eine Geschichte. Glaubst du das etwa? Einen Moment mal. Lass mich das erklären. Den Krakabu gibt es nicht. Opa Fuchs hat nur Quatsch erzählt. Hm? Das könnten wir nutzen, um etwas Spaß zu haben. Mach dir keine Sorgen, es war nur eine Geschichte. Du meinst, das ist alles gar nicht wahr? Oh, natürlich nicht. Ich habe kein Wort davon geglaubt. Da sind sie ja. Macht ihr einen Spaziergang, Leute? Ihr Angsthasen solltet hier nicht zu lange bleiben, denn heute Nacht ist... Denn heute Nacht ist was? Nun, heute Nacht ist Neumond. Und das ist die Zeit des Krakabu. Es ist also wahr? Es war nicht nur eine Geschichte. Wartet einfach hier, wenn ihr es herausfinden wollt. Aber wir werden nicht hier bleiben. Komm schon, Nero, lass uns verschwinden. Haha, sehr lustig. Hast du gesehen? Die schlottern alle vor Angst. Also ich kann ihnen das nicht verübeln. Das mit dem Krakabu und so. Es gibt keinen Krakabu. Aber du hast gerade gesagt, es gibt ihn. Warum spielen wir alle nicht in dem verlassenen Bau? Oh nein, da würde der Krakabu als erstes nach uns suchen. Hey, Moment mal. Das ist ein großartiger Ort, um eine Falle zu stellen. Ach, ich hab doch gesagt, dass es den Krakabu gar nicht gibt. Das hat ihm große Angst eingejagt. Sehr gut. Aber wovor hatte er denn Angst? Vor dem Krakabu. Der Krakabu? Meine Güte, das heißt, es gibt ihn echt? Danke, dass du uns geholfen hast. Die Krakabu-Falle ist fertig. Wie funktioniert sie? Wenn er versucht, hineinzugehen, stolpert er über die Schnur, die dann die Äste umreißt. Dadurch wird das da alles herunterfallen und er ist drinnen eingesperrt. Das geschieht ihm recht. Sieh mal, Das bringt mich auf eine Idee. Wir basteln uns daraus einen falschen Krakabu. Bedeutet das etwa, es gibt einen echten? Hm? Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Hast du etwas gefangen? Nein, aber ich hatte eine Menge Spaß. Ich habe den Kindern eine gruselige Geschichte erzählt. Welche denn? Die von dem Krakabu. Ein schreckliches Monster, das sich in der Neumondnacht die Kinder schnappt. Jetzt werden die Kinder Albträume bekommen. Du musst sofort zu ihnen gehen und ihnen die Wahrheit erzählen. Oh, okay, okay, ich gehe schon. Kommt schon, Beeilung, es ist schon fast Nacht. Ich hatte keine Angst. Nun, ich schon. Wo sind denn Mama und Papa? Hm? Oh, sie haben gesagt, sie sind nicht zu Hause. Heute Abend ist ein Treffen im Wald. Aber das bedeutet, wir sind hier ganz alleine. Sagenhaft. Die haben wir aber mal reingelegt. Der Krakabu! Hey, Moment mal. Vielleicht sind sie hier drin. Kinder? Es ist vorbei. Ist der Krakabu jetzt nach Hause gegangen? Außer er ist in unsere Falle getappt. Warum gehst du nicht nachsehen? Da du als einziger von uns ja keine Angst hast und so. Matteo ist tapfer. Ehrlich gesagt stimmt das nicht. Ich habe auch Angst. Das ist ganz normal, Angst zu haben, weißt du? Nun, warum gehen wir da nicht alle? Zusammen haben wir weniger Angst. Los, folgt mir! Es hat funktioniert! Ist der Krakabu da drin? Er ist da drin! Ah! Müssen sie wieder in ihre eigenen Betten stecken. Nein, lass sie nur. Sieh doch mal, wie süß sie sind. Da ist ja meine kleine Erdbeere. Habt ihr gut geschlafen, Kinder? Hattet ihr gestern Abend Spaß? Leider nicht. Da war ja der Krakabu. Der Kraka was? Das stimmt. Wir hatten große Angst. Aber zum Glück haben wir ihn gefangen. Guten Morgen zusammen. Oh, guten Morgen, Mama. Ist Opa hier bei euch? Nein, warum? Er ist gestern nicht nach Hause gekommen. Ich mache mir Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Er hat sich bestimmt nur verlaufen. Das passiert ihm doch öfter. Was, wenn der Krakabu ihn erwischt hat? Oh nein, meine Güte. So etwas wie einen Krakabu gibt es nicht. Euer Opa hat ihn nur erfunden. Aber wir haben den Krakabu doch ganz genau gesehen. Ja, aber wen haben wir in unserer Falle gefangen? Opa! Mann, oh Mann, bin ich froh, euch alle zu sehen. Was war das nur für eine Nacht? Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Ja, das hab ich. Ich werde den Kindern nie wieder gruselige Geschichten erzählen. Aber Opa, wir lieben gruselige Geschichten.